Aufträge machen. Weiß ich jetzt nicht, wo das sein soll. Trifft dich mit Dex, finde den Ring von Kanobi, warte bis der Bezug nicht mehr abgerissen ist. Okay, das können wir machen. Ein bisschen verfolgen. Wie wär's mit uns? Jo, Miss V. Ein Vergnügen. Dexter ist schon leibhaftig. Echt schweres Tier. Fahr los. Ich habe eine Frage an dich. Was ist dir lieber? Ein Leben als Miss Nobody, die uralt wird und nach Pisse stinkt?
oder als süß duftende Draufgängerin, die nicht älter als 30 wird, Geschichte zu machen? Die Beste sein oder gar nicht sein, Dex. Koste es, was es wolle. Der Klassiker. Genau die richtige Antwort von einem Frischling. Respekt. Okay, hör zu. Ich hab da was Großes. Riesig. Verglichen mit der Jagd auf ein paar stinkende Scavs. Lass hören. Worum geht's? Da ist dieser Tech-Prototyp. Ein Biochip, genauer gesagt. Den sollen wir klauen. Ganz einfach. Schätze, der gehört einem Konzern. Arasaka. Ist das ein Problem für dich? Konzerne verdienen keine Sonderbehandlung. Du machst keine halben Sachen, was? Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und haufenweise Eddies. Schieß los. Wie ist der Plan? Zwei Dinger. Erst was Kleines mit den Maelstrom-Jungs, das dringend erledigt werden muss. Danach ein Rendezvous. Easy. Die Kundin, die uns den Job verschafft hat, ist ungeduldig, will mit einem vom Team plaudern. Was für ein Problem hast du mit Maelstrom? Gibt's Zoff? Steck den Splitter ein. Echten Klassiker. Psycho Gang zieht ihr Ding durch, überfällt vor zwei Wochen Militech-Konvoi und entkommt. Und der Konzern weiß nicht mal, dass Maelstrom dahinter steckt. Die Sache ist, im Konvoi war der Flathead, kleiner Kampfbot. Ein Prototyp. Dieses Hightech-Kerlchen hätte ich gern. Denn ohne den Bot gibt's auch keinen Saka-Chip. Und das war's dann mit dem Glück bis ans Ende aller Tage. Aber pass auf, der Kleine ist ein Einwegspielzeug. Eigentlich habe ich das verdammte Ding astrein von Maelstrom gekauft. Nur leider von dem Kerl, der Brick hieß. Ich sage hieß, weil Brick der Anführer war. Bis drei Tage nach Abschluss des Deals. Dann kam sein Kumpel und Gangbruder Simon Randall, auch Royce genannt, und hat ihn gestürzt. Royce hat jetzt das Sagen und ich habe keinen Schimmer. Aber das Wort seines Vorgängers hält. Und als wäre das nicht genug, interessiert sich plötzlich Meredith Stout von Militech für den Konvoi. Die Konzernagentin, wie ist die drauf? Weiß ich selbst nicht. Fragt überall wegen dem Konvoi herum, als hänge ihr Leben davon ab, ihn zu finden. Ihre einzige Spur liegt gefesselt in ihrem Kofferraum. Klingt, als wurde sie bei der Übergabe versetzt. Der Monochroma im Kofferraum ist bestimmt ihr Hauptverdächtiger. Hat nichts gegen ihn in der Hand, also behält sie ihn bei sich. Entweder sie findet die Ware, oder ihre Bosse finden heraus, dass sie's vermasselt hat. Nicht schlecht, Miss V. Beeindruckende Schlussfolgerung. Nutz die Infos, wie du willst. Am besten zu deinem Vorteil. Natürlich brauchst du dafür Infos über unser Angsthäschen. Schick sie dir gerade. Die Kundin. Wie ist die drauf? Wozu das Treffen? Heißt Evelyn Parker. Sicherheitscheck war nicht leicht. Hab durchsickern lassen, dass ich Informationen suche. Und weiter? Paar Brüder aus Pacifica haben sich gemeldet. Meinten, ich soll nicht rumschnüffeln. Und das war's. Jedenfalls will die Kleine jemanden treffen, der dabei ist. Der die ganze Sache mit durchzieht. Verstehst du? Ich bleib auf Abstand. T-Bug kann ich gut mit Leuten. Und Jackie hat Talent, kann aber nicht alles. Du weißt schon, was ich meine. Bleibst nur noch du? Hab alles, was ich brauche. Legen wir los. Genau das wollte ich hören. Ich arrangiere das Treffen mit Mrs. Parker im Lizzie's, aber den Flathead holst du allein. Eins noch, Miss V.
Ruhiges Leben oder ruhmreich draufgehen? Wir sehen uns. Jaxter, hab mit Dex gesprochen. Hey, Gordito ist ein dicker Fisch. Nicht nur sprichwörtlich, was? Er meinte, er will sehen, was wir drauf haben. Aber ich habe das Gefühl, er schmeißt uns mit Maelstrom und Militech in den Ring. Es geht um einen Kampfbot, militärischer Prototyp. Maelstrom hat ihn sich gekrallt. Dex hat sie dafür bezahlt, aber dann hatte die Gang auf einmal einen neuen Boss. Stimmt, davon habe ich gehört. Royce gegen Brick, feindliche Übernahme. So ist es. Dex will, dass wir mit Royce reden. Er hat mir auch die Nummer einer Militech-Agentin gegeben, aber kein Plan, ob die uns helfen kann. Und da ist noch was. Ich soll mit der Auftraggeberin von dem Job reden. Evelyn Parker. Du? Und was macht Dex? In seiner Limo rumfahren und über Solo Tussen anbaggern? Parker will jemanden aus dem Team treffen. Also schickt Dex mich. Wird sich was dabei denken. Also, wie willst du das angehen? Erst Maelstrom oder erst Parker? Ich werde erst mit Parker sprechen. Rausfinden, wie sie drauf ist und was sie will. Orale, mach es vor der All Foods Fabrik. Schnüffel die Gegend etwas aus. Hasta luego. Tut mir leid.
Hey, Zuckerschnute. Wie wär's mit deinem heißen BD? Was habt ihr so? Was haben wir nicht? Traumfrauen und Männer. Synaptische A-Klasse. Hier gibt's keine ausgeleierten Virtu-Porno-Boy-Toys oder Gummipuppen. Unser Zeug ist Kunst. Das packt dein Herz und bläst dir die Sinne aus den Poren. Die reinste virtuelle Ekstase. Deshalb kommen die Leute her. Klingt ziemlich überzeugend. Das ist kein Werbespruch, sondern eine Warnung. Unsere Sachen sind maßgeschneidert. Nicht für Otto-Normalsynapsen. Denkst du, das verkraftest du? Maßgeschneidert? Verdammt, das klingt gut. Ich bin dabei. Ein paar Sachen noch vorab. Unerlaubtes Aufnehmen ist streng verboten. Keine Drogen, kein Grabschen. Gefällt dir jemand, fass ihn nicht an. Wähle im Katalog, bestelle einen BD und verzieh dich in die Kabine. Sehe ich so grün aus, als würde ich nichts wissen? Dann geh rein. Viel Spaß, Puppe. Oh, was für ein süßes kleines Gesichtchen. Karte? Nur so aus Neugier. Heißt die Besitzerin Lizzie? Schon lange nicht mehr, nein. Ist keine angenehme Geschichte. Jetzt bin ich noch neugieriger. Echte Lizzie hatte hier früher mal ein Striplokal. Lizzies Bar. Mädels gut bezahlt, versichert, hatten sogar Personenschutz. Alles in allem ein guter Laden. Lass mich raten, es blieb nicht so. Tiger Claws sind schuld. Tiger hat eins von Lizzies Mädchen schlimm zugerichtet. Lizzie hat ihm die Eier weggeschossen. Am nächsten Tag kam dann die Gang. Das war's für Lizzie. Aber am Ende haben die Tigers den Mox doch die Bar überlassen, oder? Sozusagen. Die Mox mussten einen Deal zustimmen. Aber sie haben einen kühlen Kopf bewahrt und sich organisiert. Susie Q hat jetzt das Sagen. Aber das Schild bleibt als Andenken. Und das Geschäft läuft immer noch. Ich suche Evelyn Parker. Ist sie gerade da? Wer fragt? Ich bin Vi. Bin hier mit ihr verabredet. Ist mir ein Vergnügen, Vi. Ich bin Matteo. Aha, ist ja schön. Und Evelyn? Der Club ist groß. Du wirst schon selbst nach ihr suchen müssen. Ist schon gut, Matteo. Ich hab sie einfach. Evelyn Parker. Ich wusste gleich, als du reingekommen bist, dass du es bist. Nichts geht über Sensor. Aber woher weißt du das? Ich kenne gern die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Vielleicht habe ich aber auch nur gut geraten.
Warum treffen wir uns hier? Gibt's da einen speziellen Grund? Das scheint mir irgendwie nicht deine Art von Laden zu sein. Das nehme ich mal als Kompliment. Komm mit. Ich weiß, wo wir reden können und uns keiner belauscht. Wir sind in der Lounge, Matteo. Wenn jemand fragt, wir sind nicht da. Also, was kann ein geiles Stück wie ich für einen scharfen Kerl wie dich tun? Ringelpiez mit anfassen oder was Versautes? Wachs? Elektrosex? Seppis? Alles ist in Ordnung. Power-Implantate? Wie? Dex hat viel über dich geredet. Du seist professionell, effektiv und vertrauenswürdig. Ich hoffe, er hat nicht zu viel versprochen. Ich mach meine Sache gut, hab eine verlässliche Crew und noch nie einen Job vergeigt. Dir ist klar, dass ich von dir mehr erwarte, als Datenterminals an der nächsten Straßenecke auszukratzen, oder? Viel, viel mehr. Ich bin die Beste und weiß, was ich tue. Dex hat sich klar ausgedrückt. Der Job ist riskant. Habt ihr eigentlich lange zusammengearbeitet, du und Dex? Schreibst du Dex' Biografie? Tut mir leid, aber ich weiß kaum etwas. Mit anderen Worten, ihr kennt euch kaum. Und doch hat er dich angeheuert. Interessant. Scheiße. Ruf Dex halt an, wenn du kalte Füße kriegst. Ich warte. Er würde mir nicht sagen, dass ich nicht schon weiß. Oder dass ich überhaupt hören will. In dieser Hinsicht ist nur eines schlimmer als Fixer. Gebrauchtwagenverkäufer. Ich verlasse mich auf mein Bauchgefühl. Warum kommen wir nicht endlich zur Sache? Was hast du für mich? Dein Ziel. Ich nehme an, du kennst es? Relic. Ein Sichere-deine-Seele-Schmuckstück. Richtig gute Tech. Wir haben's mit Arasaka zu tun. Das macht die Sache scheißgefährlich. Arasaka hat Milliarden in Persönlichkeitstransfer-Tech gesteckt. Aber ich will bloß die Daten auf diesem Chip. Er liegt gesichert im Konpeki Plaza, dem Hotel. Warst du da schon mal? Arasaka ist diese Hotelkette wirklich gelungen. Aber das Konpeki in Tokio stellt immer noch alles andere in den Schatten. Die beiden sind doch genau gleich. Personal und Service in Japan sind einzigartig. Singapur, Paris, Washington. Im Vergleich sind das alles Absteigen. Tja, dagegen kann ich wohl nichts sagen. Also, wo genau finden wir diesen Chip? In einer Suite im obersten Stock. Dort wohnt Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka. In Night City. Also sind die Gerüchte diesmal wirklich wahr? Jeder in der Stadt redet davon. Saburo Arasakas einziger überlebender Sohn. Erbe des Arasaka-Imperiums. Ich bitte dich. Und nach 150 Jahren will der Kaiser endlich abdanken? Das bezweifle ich. Nur eine Handvoll Leute in Night City kennen Arasakas wahre Absichten. Und du gehörst dazu? Einer wie Yorinobu hat doch eine ganze Armee im Rücken. Das Hotel ist wahrscheinlich eine Festung. Yorinobu hat überhaupt keine Mietmuskeln, keine Wachen. Hat sie vor langer Zeit entlassen. Warum denn? Du weißt doch sicher, was man über Arasakas Infos sagt. Niese in Night City und in Tokio fällt eine Kirschblüte vom Baum. Yorinobu war überzeugt davon, dass die Leibwachen seinem Vater direkt Bericht erstatten. Wir haben's also nicht auf den Konzern abgesehen, sondern auf Yorinobu Arasaka selbst. Bitte. Yorinobu ist eine Puppe. Hat seine Karten vor Jahren verspielt, als er Papi nicht gehorchte. Saburo hat Yori seit Jahren bei den Eiern
und wartet nur darauf zuzudrücken, wenn er herausfindet, dass sein Sohn Scheiße baut. Selbst wenn. Yorinobu bleibt ein verdammter Arasaka. Ich warte. Hör mal, wenn du jetzt noch Asse im Ärmel hast, solltest du sie langsam ziehen. Werd mir nicht gleich feucht, meine Liebe. Aber Yorinobu hat sich den Chip aus Arasakas Labor geklaut, weil er einen Deal mit Netwatch hat. Die wollen ihm das Ding abkaufen. Hast du mein Ass gefunden oder muss ich deine Nase reinhalten? Und was hat Yorinobu von der Gab? Unwichtig. Komm. Was? Das muss... Na. Gut. Das wirst du bald sehen. Yorinobu. Aber... Mhm. Vielleicht ist er auch einfach ein machtgeiler... Das... Und die du volle Kanne aus... Okay. Und was jetzt? Jetzt kommt das Beste. Folge mir. Hab was für euch. Sollte beim Planen helfen. Braindance vom Konpeki Plaza. Was soll ich mit einem Braindance? Ich brauch Fakten, kein Fick. Denkst du, BDs sind nur dafür gut, sich auf virtuelle Titten die Knospe zu bearbeiten? Nein. Sie können wirklich sehr nützlich sein. Um Details zu analysieren, die nicht mal verchromte Wahrnehmung schnappt. Haben Sie noch einen Das ist genau das, was du brauchst. Was ist auf dem Band? Yorinobu Suite. Und zwar von innen. Den Relic musst du selbst finden. Ich hoffe, ich habe dafür genug Details aufgenommen.